So, ich sage schon mal herzlich willkommen zu unserem kurzen Webinar heute aus der Lunch and Learn Serie zu Konzernklagen gegen das Klima. Gerade kommen noch eine ganze Reihe Leute dazu. Wir warten noch so eine Minute und legen dann aber auch gleich los. Das Webinar, genau, dauert 45 Minuten und es wird einen Einführungsvortrag geben von Pia Eberhardt, die für das Corporate Europe Observatory arbeitet und schon seit vielen Jahren zu dem Thema Schiedsgerichte forscht, veröffentlicht und auch politisch aktiv ist. Und nach dieser Einführung gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Dinge, die sie vorstellt, zu diskutieren. So, und nach dieser Einführung gebe ich jetzt an Pia Eberhardt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Jetzt muss ich gerade meinen Bildschirm freigeben. Genau. Das Video war ein bisschen gedacht, dazu auch das, was jetzt im restlichen Vortrag vielleicht eher abstrakt klingen mag und ja, weit weg, zu zeigen, dass es tatsächlich hier auch um echte Auseinandersetzungen geht, die eben viele Menschen vor Ort betreffen. Was ich jetzt im Folgenden machen werde, ist ein bisschen erklären, wie sind solche Klagen wie die von RockOpper gegen Italien möglich, welche anderen Klagen kennen wir und was bedeutet das ganz allgemein für den Klimaschutz. Rechtsgrundlage für Klagen wie die, die in dem Video vorkommen, RockOpper gegen Italien, sind sogenannte internationale Investitionsabkommen. Was ihr und Sie hier sehen, ist eine Entwicklung dieser internationalen Abkommen. Also viele davon wurden in den 90er Jahren unterzeichnet. Die Grafik kommt von der UNCTAD, von der UN-Organisation für Handel und Entwicklung. Das ist die Organisation mit den besten Statistiken in diesem Themenfeld. Und wir haben jetzt eben, das sieht man hier in dem Kreis rechts, über 2600 solcher Verträge weltweit, die in Kraft sind und Staaten binden. Die meisten dieser Verträge sind sogenannte bilaterale Investitionsabkommen, hier BITs abgekürzt, Bilateral Investment Treaties. Und tatsächlich ist Deutschland das Land mit den meisten solcher BITs, denn den meisten bilateralen Investitionsabkommen weltweit, die in Kraft sind. Auch das hier ist ein Überblick der UNCTAD von ihrer Webseite von gestern. Also zeigt hier eben die Länder, die die meisten bilateralen Investitionsabkommen unterzeichnet haben. Das ist also die Rechtsgrundlage. Was besagt diese Rechtsgrundlage? Diese Verträge geben einem ausländischen Investor, der in einem Land investiert, das solche Verträge unterzeichnet hat, relativ weitreichende Rechte, diese Staaten zu verklagen, wenn sie der Meinung sind, dass die Rechte in den Investitionsabkommen verletzt worden sind. Dieses System heißt auf Englisch Investor State Dispute Settlement, das abgekürzt ISDS, was ich hier öfter als Kürzel verwende. Also letztendlich sind es Konzernklagerechte. Die Klagen können sich richten gegen alles, was im Rahmen dieses Staates passiert. Das können Gesetze sein, die von Parlamenten beschlossen sind, sowas wie der Kohleausstieg in Deutschland. Das können aber auch Entscheidungen der Exekutive sein. In vielen Klagen geht es um Bergbauprojekte, beispielsweise Goldminen, andere Minen. Und da geht es oft um die Frage, wurden Lizenzen erteilt? Das sind dann eben entsprechende Behörden, die zum Beispiel eine Lizenz nicht erteilen oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung einfordern. Das wären Maßnahmen oder sind Maßnahmen, die oft Gegenstand solcher Konzernklagen sind. Und die Klagen können sich sogar gegen Entscheidungen von Gerichten in dem jeweiligen Staat richten. Und bei all dem ist es egal, ist das ein Gericht auf Bundesebene oder regionaler Ebene, ist es ein Parlament, also selbst eine Lokalregierung und eine Entscheidung können eben zu Klagen führen. Das Besondere der Klagen ist, wenn die Klage dann sozusagen,
Wenn der Investor die Klage gewinnt, muss der Staat Schadenersatz zahlen. Das Besondere an diesen Klagen ist einerseits, dass sie nicht vor ordentlichen Gerichten stattfinden, also nicht von nationalen Gerichten, aber beispielsweise jetzt auch nicht vor dem EuGH, sondern von drei Privatpersonen entschieden werden, den sogenannten Schiedsrichterinnen. Die werden von den Streitparteien ernannt. Das heißt, der Investor ernennt eine Person, der Staat die zweite Person und gemeinsam einigen sie sich auf die dritte Person. Also drei Personen mit sehr, sehr viel Macht. Und die zweite Besonderheit ist, dass es egal ist, was beispielsweise im Grundgesetz oder nationalen Verfassungen steht oder im Europarecht. Die einzige rechtliche Grundlage sind die Rechte, die Investoren im Investitionsschutzvertrag bekommen werden. Also, und da gibt es sehr wenige andere gesellschaftliche Interessen, die überhaupt erwähnt werden. So funktioniert es also. Ich wollte ganz kurz auf einige emblematische Klagen eingehen. Die ersten zwei sind wahrscheinlich vielen TeilnehmerInnen hier bekannt. Zwei Vattenfall-Klagen, beide Male gegen Deutschland. Die erste wurde 2009 eingereicht. Da ging es um das Kohlekraftwerk in Moorburg, bei Hamburg. Da hatte die Lokalregierung strengere Umweltauflagen erlassen. Es ging um die Frage, wie viel Wasser kann aus der Elbe entnommen werden, um das Kraftwerk zu kühlen. Dagegen hat Vattenfall geklagt, wollte 1,4 Milliarden Euro Entschädigung. Und diese Klage und das Szenario, dass die Hamburger Regierung für so viel Schadenersatz möglicherweise verantwortlich sein könnte, hat so viel Druck gemacht, dass die Regierung eingeknickt ist und sich geeinigt hat, mit Vattenfall die Auflagen abzuschwächen. Weil das so gut gelaufen ist für Vattenfall, gibt es eine zweite laufende Klage schon seit 2012. Diesmal geht es um den deutschen Atomausstieg, genauer gesagt um die Beschleunigung des Atomausstiegs nach der Fukushima-Katastrophe. Das Verfahren läuft noch. Es geht um 6,1 Milliarden Euro, die Vattenfall mittlerweile haben will. 22 Millionen Euro Rechtskosten hat die Bundesregierung bereits ausgegeben und ein Urteil wird dieses Jahr erwartet. Ich erwähne die beiden Klagen hier, auch wenn sie nicht einen direkten Klimabezug haben. Einmal geht es um eine Umweltauflage bei einem Kohlekraftwerk, einmal um den Atomausstieg. Aber diese beiden Klagen hatten eine massive Auswirkung auf den deutschen Kohleausstieg. Wenn man sich den Vertrag anschaut, den der Bundestag kürzlich beschlossen hat, wo der Ausstieg mit den Unternehmen geregelt wird, dann sieht dieser Vertrag, wie viele hier wissen werden, sehr, sehr viel Schadenersatz vor. 4,35 Milliarden Euro werden zugesagt an RWE und die LEAG. Laut Expertenberechnung ist das viel zu viel Geld. Die Frage ist, warum ist es so viel Geld? Und die Angst Deutschlands, noch einmal solche teuren Verfahren zu kassieren, hat da mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Im Vertrag findet sich auch eine Seite, in der eben die Konzerne zusagen, dass sie eben nicht in Zukunft auf Basis solcher Verträge gegen den Kohleausstieg klagen werden. Also sprich, die Bundesregierung hat sich freigekauft von solchen Klagen mit sehr, sehr viel Schadenersatz. Ein weiteres Beispiel ist eine Klage, bei der erst der allererste Schritt eingereicht wurde, vor gut einem Jahr. Das nennt sich Notice of Arbitration. Also da sagt der Konzern, lieber Staat, wir wollen dich verklagen. Du hast eine letzte Chance, dich zu einigen. Wenn das nicht passiert, kommt die Klage wirklich. Und das hat Uniper geschrieben, der deutsche Kohlekonzern, allerdings überwiegend in finnischer Hand von Fortum. Und Uniper, Fortum wollen die Niederlande verklagen für den niederländischen Kohleausstieg, der beschlossen wurde im Dezember 2019. Und laut Medienberichten geht es da um ungefähr 1 Milliarde Euro Schadenersatz für ein Kraftwerk von Uniper, was eben im Rahmen dieses Kohleausstiegs 2030, also jetzt nicht gerade übermorgen, nicht mehr weiter Kohle verbrennen darf. Und ein letztes Beispiel, das ich nennen wollte, weil es durchaus wieder aktuell werden könnte, ist eine Klage, die 2016 eingereicht wurde gegen die USA von einem kanadischen Unternehmen TransCanada. Das hat jetzt mittlerweile einen anderen Namen. Und da geht es um die Keystone XL Pipeline, die Öl von kanadischen Teersenden nach
USA transportieren soll. Es gibt massiven Protest von indigenen Gemeinden, Umweltschützern, allen möglichen Leuten vor Ort. Unter anderem wegen diesem Protest, aber auch kurz vor Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens hat damals Barack Obama die Pipeline gestoppt. Daraufhin gab es diese wirklich sehr teure Klage, 15 Milliarden US-Dollar hat TransCanada damals von den USA gefordert. Die Klage allerdings ein Jahr später wieder fallen lassen, und zwar, weil Trump die Pipeline wieder genehmigt hat. Wie viele von euch mitbekommen haben dürften, hat Biden das jetzt vor kurzem wieder rückgängig gemacht, die Pipeline also wieder gestoppt. Und es ist durchaus möglich, dass wir deshalb eine Neuauflage dieser Klage sehen werden. Das als Beispiel von Klagen im Umwelt-Klimabereich, die es schon gibt und die hoffentlich schon ein bisschen deutlich machen, mit was für einem mächtigen juristischen Schwert wir es da zu tun haben, dass eben fossile Konzerne nutzen können gegen Maßnahmen zum Klimaschutz. Ja, diese Person, Kyla Tienhara, eine Politikwissenschaftlerin aus Kanada, fasst es eigentlich schön zusammen, worin der Konflikt besteht. Beim Investitionsschutz geht es um den Schutz des Status quo. Wer heute etwas besitzt, eine Lizenz, ein Kraftwerk, ein Patent, was auch immer, soll es für immer behalten. Und wenn es eben politischen Wandel gibt, Gesetze, demokratische Stimmung, die daran etwas ändern, dann ist der Investitionsschutz da, um Konzerne zu schützen. Das Pariser Klimaabkommen erfordert von uns aber ja natürlich genau das Gegenteil, nämlich radikalen Wandel. Deshalb besteht kein Zweifel daran, dass wir mehr Klagen sehen werden, wie die schon angedrohte von Uniper gegen die Niederlande oder auch von Rockhopper gegen das Verbot von neuen Öl- und Gasbohrungen in einer bestimmten Distanz zur italienischen Küste. Warum ist das so? Ein Grund ist, die Öl-, Gas- und Kohleindustrie ist eine aktive Nutzerin schon heute dieses Regimes. Hier sind zu sehen die teuersten Schiedssprüche, also Verfahren, die tatsächlich zugunsten des Investors entschieden worden sind und wo es wo sehr, sehr viel Geld Investoren zugesprochen würde. Das sind sozusagen die top bekannten Schiedssprüche, was nicht heißt, dass es nicht noch andere geben könnte. Und in Grün sind hier unterlegt eben Fossil Fuel Investoren. Also das ist eine Industrie, die das System kennt, seit Jahren aktiv nutzt, zum Beispiel gegen Steuerpolitiken und natürlich auch nutzen wird, wenn es wirklich um massive Profiteinbußen gehen wird, die der Klimaschutz für sie bedeuten wird. Ein weiterer Grund ist, es geht um sehr, sehr viele Investitionen, die schon getätigt sind heute im fossilen Bereich und die schlicht, gestoppt werden müssen. Also die dürfen nicht realisiert werden. Konzerne müssen gezwungen werden, nicht mehr weiter Geld zu machen mit dem Öl, Gas und der Kohle, das ihnen teilweise schon gehört. Im Englischen spricht man davon Stranded Assets, also Unternehmensanteile, die sozusagen nicht gefördert werden dürfen. Und hier seht ihr, was geschätzt wird, wie groß diese Stranded Assets sind in allen Ländern, die eben nach konservativer Klimapolitik ins Leere führen werden. Das heißt, Konzerne werden sehr, sehr viel Geld verlieren und natürlich versuchen, sich dagegen zu wehren. Was ihr hier seht, ist eine Grafik, die sich anguckt, okay, welche Kohlekraftwerke, also da geht es nicht um Minen, da geht es um Kraftwerke, dass ausländische Investoren beteiligt sind. Also das können natürlich ausländische Kohlekonzerne, Stromkonzerne sein, aber auch Banken und andere Anteilseigner. Die Studie aus letztem Herbst zählt hier knapp 260 solcher Kraftwerke weltweit und kann zeigen, dass mindestens 75% durch Investitionsschutzabkommen geschützt sind. Also weil der ausländische Investor, den man zeigen kann, sich berufen könnte auf ein Investitionsschutzabkommen, was das entsprechende Land unterzeichnet hat. Der tatsächliche Anteil ist wahrscheinlich sehr viel höher, weil dort tatsächlich nur, sagen wir mal, die erste Ebene des ausländischen Investors betrachtet wird und nicht noch irgendwelche kleinen Anteilseigner.
Das heißt, die Drohung ist real. Was macht jetzt solche ISDS-Klagen, solche Konzernklagen auf Basis von Investitionsschutzabkommen so gefährlich? Vor allem, wenn man es vergleicht mit anderen Klagen, die wir ja wahrscheinlich auch sehen werden, sagen wir mal vor dem Bundesverfassungsgericht oder auf Basis von Europarecht. Investitionsschutzabkommen sind aus unterschiedlichen Gründen sehr viel attraktiver für die klagenden Investoren und sehr viel gefährlicher für Steuerzahlerinnen und den politischen Gestaltungsspielraum. Es hat einmal damit zu tun, das habe ich schon angedeutet, dass die Rechtsgrundlage eben sehr einseitig ist. Also es gibt anders als in der Verfassung beispielsweise keinen Ausgleich von unterschiedlichen Interessen, sehr, sehr wenig Raum für öffentliches Interesse. Es gibt massive Interessenskonflikte der Schiedsrichterinnen, die diese Klagen entscheiden, also die drei Privatpersonen, die ich erwähnt habe. Die werden nämlich pro Tag bezahlt. Also anders als eine Richterin vor einem ordentlichen Gericht, die bekommt immer das gleiche Gehalt, egal wie viel sie arbeitet, egal wie sie entscheidet. Bei diesen Schiedsrichterinnen ist das anders. Sie verdienen unterschiedliche Tagessätze, ein sehr verbreiteter sind 3000 Dollar am Tag. Das heißt, das ist ein recht großer Anreiz zu sagen, klar, ich nehme die Klage an. Es gibt einen berechtigten ausländischen Investor. Es ist auch ein großer Anreiz, die Klage in die Länge zu ziehen, wie beispielsweise im Vattenfall-Verfahren. Denn je länger eine Klage dauert, desto mehr verdient der Schiedsrichter. Und das ist relevant, es ist auch ein Anreiz, zugunsten der klagenden Partei zu entscheiden. Denn das bedeutet, das Regime bleibt attraktiv für die Kläger, für zukünftige Klagen und ich werde auch in Zukunft immer reicher. Die Verfahren sind bis heute teilweise geheim. Manchmal wissen wir noch nicht mal von der Existenz eines Verfahrens. Manchmal wissen wir sehr wenig. Bei Rockhopper zum Beispiel gibt es so gut wie keine Papiere, die öffentlich sind. Und das ist ein besonders wichtiger Punkt, Investoren können mit sehr viel mehr Geld nach Hause gehen, als ihnen vor nationalen Gerichten oder auch dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof jemals zugesprochen werden würden, weil in den Klagen es sehr gängig ist, dass Konzerne mit Entschädigung für entgangenen zukünftigen Gewinnen nach Hause gehen. Also nicht nur entschädigt werden für das Geld, was sie tatsächlich investiert haben und verloren haben, sondern von dem sie ausgehen, dass sie es in der Zukunft hätten verdienen können. Und wenn man sich jetzt Pipeline-Projekte vorstellt, aber auch große Kohlekraftwerke, dann geht es da natürlich um sehr viel Geld. Die widersprüchliche Rechtsprechung macht es auch besonders schwer für Staaten, das tatsächliche Risiko verklagt zu werden, einzuschätzen, weil Klauseln in Investitionsschutzabkommen mal so ausgelegt werden. Das heißt, das ist nicht irgendeine Klagedrohung oder irgendeine Klage, sondern die sollte Regierungen ganz besonders viel Angst machen. Das bringt hier ein Journalist, der das Feld sehr, sehr lange investigativ erforscht hat, recherchiert hat, ganz schön zum Ausdruck. Er sagt, das ist so unvorhersehbar und die Strafzahlungen, die Schiedsrichterinnen verhängen können, sind so katastrophal hoch, dass ein Einknicken vor den Forderungen eines Konzerns, egal wie extrem sie auch sind, als einzig kluge Entscheidung erscheinen kann. Ich möchte nochmal erinnern, ne, an den deutschen Kohleausstieg. Es kann recht klug gewesen sein, für die Bundesregierung so viel Schadenersatz zu zahlen und da für das Recht zu erkaufen, in Zukunft nicht mehr verklagt zu werden. Und auch beim niederländischen Kohleausstieg wissen wir, dass die Klagedrohungen bereits vor dem Gesetz eine Rolle gespielt haben. Ich habe erwähnt, der Ausstieg ist 2030, und das ist zu spät für den Kohleausstieg. Wir wissen, dass die niederländische Regierung sich aber für so ein spätes Datum entschieden hat, weil sie unter anderem sicher war, okay, dann können wir argumentieren, ihr konntet noch 10 Jahre weiter den Planeten zerstören. Wo ist eigentlich euer Problem? In eine ähnliche Richtung geht hier die Aussage von Gus von Harten, einem kanadischen Professor, der ebenfalls sehr lange zu diesem Regime forscht. Und nochmal darauf hinweist, die Schadenersatzurteile sind eben rückwirkend und nicht gedeckelt. The sky is the limit. Und das ist eben ein starker Anreiz, bevor überhaupt etwas passiert, wirksamen Klimaschutz zu vermeiden oder abzuschwächen. Was heißt das jetzt für die deutsche Öffentlichkeit, deutsche Zivilgesellschaft, Abgeordnete?
Ich glaube, in Deutschland stehen vor allem zwei Dinge an, neben anderen, aber zwei Dinge sind politisch besonders wichtig. Das ist einmal das CETA-Abkommen zwischen der EU und Kanada. Das wird hier einigen viel sagen, nehme ich an, im Webinar. Es ist in Kraft europaweit. Es ist aber nicht vollständig in Kraft. Es enthält weitreichende Konzernklagerechte. Und genau die treten erst dann in Kraft, wenn alle EU-Mitgliedstaaten CETA ratifiziert haben. Und unter anderem die Bundesrepublik Deutschland neben anderen Ländern hat CETA noch nicht ratifiziert. Die Ratifizierung wird aber kommen oder der Prozess dazu wird beginnen, irgendwann dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr. Und da wird es darum gehen, diese Ratifizierung in Deutschland zu verhindern. Nur eine kurze Fußnote. Es gibt auch in anderen europäischen Ländern intensive Auseinandersetzungen um diese Ratifizierung. In den Niederlanden, in Frankreich, in Zypern hat das Parlament letztes Jahr dagegen gestimmt. Wird dann so nicht akzeptiert. Das muss jetzt nochmal abstimmen. Also Deutschland wäre jetzt nicht das einzige Land, wo diese Ratifizierung umkämpft ist. Und der zweite politisch wirklich wichtige Punkt und ein Ansatzpunkt für die Zivilgesellschaft und auch Parlamente ist ein besonderer Investitionsschutzvertrag, der bereits in Kraft ist. Das ist der Energiechartavertrag, auf Englisch Energy Charter Treaty, abgekürzt ECT. Dieser Vertrag wird aktuell neu verhandelt. Und es gibt einige Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, Österreich, Spanien und Luxemburg, die sagen, es kann nicht sein, dass er weiter fossile Energieträger schützt. Und wenn wir es nicht schaffen, diesen Schutz für dreckige Energien aus dem Vertrag rauszuhauen, dann müssen wir aussteigen. Die Bundesregierung ist sehr weit weg von dieser Position, ist auch nicht ganz zufrieden mit dem Status quo des ECT, möchte aber mitnichten aussteigen, Vattenfallklage hin oder her, denn beide Vattenfallklagen wurden auf Basis dieses Vertrags eingereicht. Also das sind sozusagen konkrete politische Prozesse. Hier geht es um was, hier kann man in Deutschland einen Unterschied machen, und da ist noch Luft nach oben. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank, Pia. Das waren super viele Informationen in ganz kurzer Zeit. Und wir sehen schon an der Frage- und Antwort-Kategorie, dass da ganz viele Fragen auch aufgekommen sind. Ich sage schon mal zum vornherein, wir werden vielleicht nicht schaffen, alle zu beantworten. Aber was wir auf jeden Fall versuchen können, wenn wir später das Video, die Videoaufzeichnung rumschicken, dass wir dann auch noch Fragen, die wir jetzt, zu denen wir jetzt nicht mehr kommen, dann nochmal schriftlich beantworten. Vielleicht kannst du wirklich nur ganz kurz was sagen zu den Hintergründen. Also da war die Frage, wer hat so ein Verfahren etabliert? Wie sind diese Schiedsgerichte etabliert worden? Warum unterschreiben Länder überhaupt solche Verträge? Und wer sitzt da eigentlich in diesen Schiedsgerichten? Wer sind die Leute, die da entscheiden? Genau, ich habe es am Anfang kurz erwähnt, die rechtliche Basis sind internationale Abkommen. Die Bundesregierung hat ungefähr 130 davon abgeschlossen mit vielen Ländern der Welt. Und der Bundesregierung ging es beim Abschluss ganz klar darum, deutsche Konzerne im Ausland diese Superwaffe an die Hand zu geben. Also für Siemens im Ausland ist es großartig, sich nicht einfach einem Umweltgesetz unterwerfen zu müssen, sondern mit einer Klage drohen zu können und dann vielleicht die Schwächung zu erreichen. Also es sind knallharte Exportinteressen, die Länder bis heute motivieren, solche Verträge zu unterzeichnen, siehe Deutschland. Federführend ist das Wirtschaftsministerium. Wenn das Umweltministerium am Ruder wäre, würden die wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen, aber so ist es leider nicht. Und ein anderer Grund ist aber weiterhin, gerade für ärmere Länder, ein falsches Versprechen, mit denen diese Verträge bis heute verkauft werden. Da heißt es nämlich, wenn ihr unterzeichnet, schickt das ein starkes Signal an die Unternehmenswelt,
dass Investoren willkommen sind und dann fließt Nektar und Ambrosius. Empirisch belegen lässt sich das leider nicht. Das ist ein falsches Versprechen. Aber so, ja, ich sag mal, Illusionen und die Unterschätzung von Risiko und Unkenntnis letztendlich sind bis heute wichtig in der Debatte. Und da geht es nicht nur um arme Länder, jedes Land, auch reiche Länder. Wenn man mit Behörden spricht und sagt, oh Gott, was habt ihr, wieso unterzeichnet ihr weiter diese Verträge, sagen die, das, also sowas wie Deutschland gegen Vattenfall, das würde uns doch als Norwegen nicht passieren. Also es gibt auch in reichen Ländern eine Unterschätzung des Risikos weiter, aber eben auch knallharte Interessen. Und wer sind die Schiedsrichter? Also Vattenfall kann im Prinzip jede Person ernennen, also den Nachbar vom Vattenfall-CEO, der könnte theoretisch einfach eine dieser drei Personen werden. Da gibt es nicht so viele Regulierungen. Faktisch sind es Juristinnen, faktisch ist es ein kleiner Club von 30, 40, 50 Personen, die immer wieder berufen werden und mittlerweile eben sehr, sehr viel Geld mit den Verfahren verdienen. Viele haben in der Vergangenheit für Anwaltskanzleien gearbeitet, die dann wiederum, als wenn sie die Parteien vertreten, auch sehr viel Geld verlieren. Also es ist ein kleiner Club an Menschen, weiße, alte Männer aus dem globalen Norden, muss man noch dazu sagen, überwiegend, die das Geschäft im Wesentlichen unter sich ausmachen und natürlich ein Interesse haben, dass sie es behalten. Ne? Also mobil machen gegen Reformen in diesem Bereich, aber auch das Recht immer expansiver auslegen, denn das bedeutet, dass sie auch in Zukunft weiter Klagen bekommen werden, berufen werden und viel Geld verdienen werden. Vielen Dank. Dann gab es eine Reihe von Fragen, wie sich das verhält zwischen der EU und Deutschland. Wir hören von deutschen bilateralen Abkommen und das jetzt aber mit CETA auch was kommt, was ein EU-Abkommen ist. Wie verhält sich das mit denen? Ist das, was in CETA ist, besser als was es vorher gab? Eine Frage hatte ich hier noch. Würden bei CETA auch Ansprüche entstehen, wenn CETA gar nicht ratifiziert wird? Also die letzte Frage ist ganz leicht. Wenn CETA nicht voll ratifiziert wird, wird der Investitionsschutz nie in Kraft treten. Und dann kann es auch auf Basis von CETA keine Investor-Staat-Klage gegen Kanada, gegen Deutschland, gegen die EU geben. Das sollte unser Ziel sein. Das noch bessere Ziel ist natürlich, die Ratifizierung tatsächlich zu stoppen und damit auch andere problematische Aspekte des Vertrags zu Fall zu bringen. Ist CETA besser als das, was in den deutschen bilateralen Abkommen steht? Ja und nein. Natürlich gibt es da Verbesserungen. Also beispielsweise ich habe erwähnt, es ist weiter möglich, auf Basis von alten Verträgen das Verfahren weiterhin geheim stattfinden, dass Papiere nicht öffentlich gemacht werden, Anhörungen nicht öffentlich sind. Das würde unter CETA nicht so sein. Das ist natürlich eine Verbesserung. Aber ich sage immer, das ist so ein bisschen wie, wenn man ganz viel Vitamine in eine Giftspritze packt. Natürlich sind Vitamine super, aber die Giftspritze ist ja das Problem. Und da ist CETA insofern um vieles schlechter als auch bestehende Investitionsabkommen, wenn man heute eben nicht mehr die Ausrede hat, das Regime nicht zu verstehen und zu wissen, wie Investoren und ihre Kanzleien es nutzen. Diese Ausrede gibt es nicht mehr. In Bewusstsein des Risikos, dieses Risiko auszuweiten mit einem kapitalexportierenden Staat, also Kanada und eben nicht Burundi, die Anzahl burundischer Investoren in Deutschland wird sehr viel kleiner sein als die von kanadischen oder US-amerikanischen Investoren. Also das Risiko, verklagt zu werden, ist sehr viel größer. Insofern gibt es im Großen und Ganzen, haben wir es hier mit einem viel gefährlicheren Investitionsschutz zu tun, als er schon heute in Kraft ist. Und ich weiß nicht, ob Deutschland und die EU, ob sich da noch so eine andere Frage hinter versteckte. Seit dem Lissabon-Vertrag hat die EU die Kompetenz, solche Verträge auszuhandeln. Die alten Verträge der Mitgliedstaaten
sind aber weiterhin in Kraft und Mitgliedstaaten haben auch das Recht, unter bestimmten Bedingungen weiter neue Verträge zu verhandeln. Die Bundesregierung hat das nicht gemacht in den letzten Jahren, meines Wissens, aber sie hat ja auch schon 130 Verträge. So viele Staaten sind da gar nicht übrig. Aber was die Bundesregierung auch nicht gemacht hat, ist beispielsweise die Reformen aus der CETA-Debatte in ihre bestehenden Verträge zu integrieren. Das machen beispielsweise die Niederlande mit einem neuen Modellvertrag. Also die Bundesregierung sagt sich anscheinend, dieser knallharte Konzernschutz aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren reicht uns. Transparente Verfahren, wer braucht sowas? Also noch nicht mal diese Reformen werden sozusagen bei den 130 Verträgen verfolgt. Super. Dann gab es ein paar Fragen dazu, wie man denn überhaupt aus solchen Verträgen wieder aussteigen kann. Ist das möglich? Und ja, unter welchen Umständen? Und vielleicht davor noch die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn Staaten solche Entschädigungssummen nicht zahlen? Können die auch einfach sich weigern, die nicht zu zahlen? Und was passiert dann? Ausstieg hängt ein bisschen davon, also oft müssen Verträge für eine bestimmte Anzahl an Jahren in Kraft sein. Bei den deutschen Verträgen ist das der Fall. Dann kommt man relativ leicht raus, also auch einseitig als Staat. Besser ist es, wenn man gemeinsam mit den Partnerländern den Vertrag aufkündigt. Also das ist eine Option, gemeinsam kündigen. Das haben Staaten auch getan. Das passiert gar nicht so selten. Der unilaterale Austritt ist die zweite Option nach einer gewissen Laufzeit. Für den zweiten Fall gibt es aber so ein Netz und doppelten Boden für Konzerne in den Verträgen. Das ist die sogenannte Zombie-Klausel. Die besagt im Prinzip, der Vertrag ist tot, aber lebt als Zombie weiter. Und besagt, dass Investoren auch nach Kündigung des Vertrages durch einen Staat diesen Staat weiter verklagen können für 10, 15, 20 Jahre. Das hängt vom Vertrag ab. Und zwar in Bezug auf Investitionen, die zur Kündigung schon da waren. Also dieser Schritt ist nicht irrelevant. Der Staat schützt sozusagen sich vor Klagen, was zukünftige Investitionen betrifft, ist aber eben weiterhin vulnerabel. Und in Bezug auf diesen Energiecharta-Vertrag, den ich gerade erwähnt habe, gibt es gerade intensive juristische Auseinandersetzungen, wie beispielsweise die EU-Mitgliedstaaten mit dieser antidemokratischen Zombie-Klausel umgehen könnten, wenn sie entscheiden, dass sie gemeinsam austreten. Was passiert, wenn ein Staat nicht zahlt? In der Regel zahlen Staaten irgendwann. Sie versuchen aber natürlich, das hinauszuzögern, das Urteil anzufechten, mit dem Investor zu verhandeln, ob man die Schadensersatzsumme nicht reduzieren kann. Also es dauert oft viele, viele Jahre, bis ein Staat zahlt. Am Ende zahlen sie aber. Und das hat damit zu tun, dass fast alle Staaten weltweit letztendlich gesagt haben, wir setzen solche Schiedssprüche um und dass damit der Investor vor viele nationale Gerichte weltweit ziehen kann und sagen kann, hier, ich habe diesen Schiedsspruch, Deutschland bezahlt nicht, jetzt möchte ich an deutsche Konten in eurem Land und die werden dann eben konfisziert. Also es ist ein juristisches Regime, anders als der Menschenrechtsschutz und andere Regime mit tatsächlichen Zähnen, was die Durchsetzung betrifft. Super, dann gab es noch ein paar Fragen zu ein bisschen konkreteren möglichen Fällen. Eine Frage, ob es zum Beispiel im Rahmen der Covid-19-Maßnahmen schon zu Klagen gekommen ist oder ob man da welche erwarten kann. Was passieren könnte, wenn die Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt würde von der Bundesregierung, wie das ja viele fordern? Und auch allgemeiner die Frage, wann sind denn bestimmte Politikmaßnahmen anfälliger für solche Klagen? Oder gibt es bestimmte Dinge, die Regierungen tun, für die sie besonders häufig verklagt werden und andere, die man, bei denen es vielleicht nicht so ist? Klagen im Kontext der Pandemie, dafür machen Kanzleien sehr viel Werbung. Es gibt auch schon erste Klageandrohungen.
Und erste klare Schritte sowohl gegen Chile, da geht es um den Flughafen, als auch gegen Peru. Ich nehme an, dass wir tatsächlich noch mehr Klagen gegen Schutzmaßnahmen sehen werden, die Staaten im Rahmen der Pandemie ergriffen haben. Aber es gibt bisher noch nicht den Klageboom. Es gibt auf staatlicher Ebene aber durchaus Sorge. Die UNCTAD, die ich schon erwähnt habe, hat wirklich gesagt, die Pandemie ist ein Moment, wo wir ernsthaft über ein Moratorium für solche Klagen nachdenken müssen, weil Staaten gerade den politischen Handlungsspielraum brauchen, um die Pandemie zu bekämpfen und auch diese Schadensersatzzahlungen und hohen Rechtskosten gerade nicht leisten können. Nord Stream, es gibt bereits eine Klage von Nord Stream gegen die EU, in der es um die Pipeline geht. Geht es aber eben nicht um Verbot der Pipeline, sie ist ja noch nicht verboten, sondern um bestimmte Regulierungen. Wenn es ein Verbot gäbe, wäre das eine ganz klassische Entscheidung für eine Klage gegen Deutschland. Das wäre recht typisch. Und wann sind Staaten anfälliger? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also es geht sehr oft tatsächlich um Lizenzen. Der Bergbausektor, Elektrizität sind so Sektoren, in denen es viele Klagen gibt. Es gibt tatsächlich auch viele Klagen, so ein bisschen wie dieses Rockhopper-Beispiel, also wo tatsächlich sich Initiativen vor Ort, Bürgerinnen organisiert haben, gegen ein Projekt mobil gemacht haben und erfolgreich waren, wo sie gehört wurden von Gerichten, von Parlamenten und dann die Investor-Staat-Klage quasi durch die Hintertür vom Investor genutzt wird. Also auch das ist sehr typisch. Aber es ist tatsächlich, die Anfälligkeit ist auf allen Ebenen sehr, sehr groß. Super, danke, Pia. Es gab noch eine weitere Frage zum Thema Klima, und zwar, ob es möglich wäre, eine Klimaklausel in solche Verträge einzubringen und damit sozusagen Klimapolitik zu schützen, oder ob solche Verfahren nicht auch gut genutzt werden könnten für erneuerbare Energien. Genau, das waren so zwei Fragen, und uns läuft jetzt auch leider ein bisschen die Zeit davon. Hoffentlich sind die sehr vielen Fragen auch ein Zeichen, dass es anregend war und ein spannender Vortrag. Wir würden dann versuchen, das ist jetzt sozusagen die Abschlussrunde, die weiteren Fragen dann noch später schriftlich zu beantworten und auch an alle Teilnehmenden zuzuschicken. Und die allerletzte Frage, die ich dir noch stellen könnte, auch wenn du darauf schon eingegangen bist: Was können wir denn tun dagegen? Hast du noch mal irgendwie zusätzliche Infos oder Tipps, was man denn machen könnte, zum Beispiel gegen CETA oder den Energiechartavertrag? Also eine Klimaklausel könnte es geben, die müsste aber klar formuliert sein. Also man müsste ganz klar sagen, Klimaschutzmaßnahmen können nicht Gegenstand solcher Klagen sein. So eine Klausel gibt es meines Wissens in keinem Vertrag weltweit. Es gab den Versuch, eine Klausel ins Pariser Abkommen zu integrieren, die besagt hätte, dass dass Maßnahmen unter dem Pariser Abkommen von keinem Vertrag weltweit sozusagen attackiert werden können. Das hat es leider nicht geschafft ins Pariser Abkommen, aber das wäre möglich. Grundsätzlich aber die Frage, ist ja nicht nur ein Problem für den Klimaschutz, ne? Also es sind ganz vielen Politikfeldern ein Problem, die Verträge gehören weg, Klimaschutz hin oder her. Kann das Regime auch für erneuerbare Energien genutzt werden? Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Klagen im erneuerbaren Bereich, vor allem gegen Länder wie Spanien, Italien, Tschechien, die Förderprogramme für Erneuerbare zurückgenommen haben, also eine tatsächliche Klagewelle. Ich würde aber bezweifeln, dass das tatsächlich dann letztendlich dazu führt, dass Erneuerbare mehr ausgebaut werden. Letztendlich ist es nur ein großer Verlust von öffentlichen Geldern und macht vielleicht Staaten eher Angst, was zukünftige Regulierungen betrifft, weil sie denken, oh, wenn ich dann regulieren muss, kommt vielleicht so eine Klage. Also Nutzen tut es der Energiewende wenig bis gar nichts, würde ich sagen. Und der Großteil der Investitionen, der geschützt ist, faktisch, ist Öl, Gas, Kohle. Also die Geldflüsse sind einfach so eklatant,
dass klar ist, wir müssen verhindern, dass Fossile dieses Regime nutzen, um zu klagen. Und was kann man machen? Es gibt eine sehr aktive Kampagne, klein aber fein, würde ich sagen, gegen den Energiechartavertrag aktuell. Es wird sehr bald wahrscheinlich auch eine europaweite Petition gegen den ECT geben, irgendwann in den nächsten Wochen. Also guckt einfach, bleibt dran an PowerShift, dem BUND, Greenpeace, Umweltinstitut und wie sie alle heißen, also diverse Akteure werden das Thema, glaube ich, noch ein bisschen größer machen in den nächsten Wochen. Und was CETA betrifft, ja, das ist ein anstrengender, langwieriger Kampf. Das wird auch überhaupt nicht lustig werden nach der Bundestagswahl, die Ratifizierung. Aber ja, also klingt euch an, in bestehende Strukturen, die gibt es immer noch viele lokale und regionale Bündnisse, die CETA weiter auf dem Schirm haben. Insbesondere auch dafür sorgen werden, dass die Grünen beispielsweise im Bundesrat ihrer Position von CETA von vor einigen Jahren gerecht werden und dafür sorgen werden, den Vertrag eben abzulehnen. Super, vielen Dank, Pia, und vielen Dank, dass du es auch geschafft hast, in so kurzer Zeit so viele Fragen zu beantworten. Und genauso natürlich für deinen sehr spannenden Vortrag. Und vielen Dank an euch und Sie alle für die sehr rege Teilnahme an diesem Webinar. Unsere Idee ist ja, dass wir das kurz auf 45 Minuten anbieten in der Mittagszeit, damit das nicht wieder so ein langes, ausuferndes Seminar wird, für das man keine Zeit hat. Heute war die Zeit vielleicht ein bisschen knapp. Wir versuchen das dann nachzuholen in der E-Mail und auch die Empfehlung aufzugreifen, das Video hiervon vielleicht auf YouTube einzustellen, damit das nochmal einfacher nachgeschaut werden kann. Nächste Woche geht es weiter. Da haben wir Nelly Grotefend in dieser Serie hier bei uns und sie wird was zu Emissionen beim internationalen Warentransport erzählen. Und in der E-Mail, die wir Ihnen und euch zuschicken, werden wir auch nochmal den Registrierungslink dafür einfügen. Also nochmal vielen Dank an dich, Pia, und auch an Lilian für die tolle Unterstützung und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.